Tralöle, liebe Horrorfilmfreunde, aber insbesondere hallo, lieber YouTube-Algorithmus. Mein Name ist Matze de Bela, ich bin 33 Jahre, ich bin verheiratet, bin in einem guten Job, habe viele Freunde, mir geht es gut, ich bin gesundheitlich zwar etwas übergewichtig, aber sonst geht es mir eigentlich, na, würde ich sagen, top. Und auch sonst habe ich keine Ambition, mein Leben irgendwie zu beenden, mich suizidal zu verhalten oder selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag zu legen. Warum sage ich das jetzt? Ganz einfach. Ein Video, in dem meine geliebte Frau und ich auf der Couch sitzen und über einen Film sprechen, wurde mit dieser Begründung mal wieder gesperrt. Als ich das damals bei den Unpackings bekommen habe, habe ich das irgendwie noch nachvollziehen können, denn, naja, manchmal sind da eben explizite Bilder drin. Nun erkennt die YouTube-KI keine Kontexte, deswegen habe ich mich zu diesem Filmtagebuch auf Anraten eines Zuschauers entschieden. Jetzt ist es aber so, dass sogar das Dasitzen und über dererlei Filme sprechen anscheinend ausreicht, suizidal zu sein. Ich frage mich da wirklich, was ist das Problem? Deswegen hier an die YouTube-Creator, die Content-ID, falls du das irgendwie im Video lesen kannst, denn YouTube spricht darüber nicht. Ich bin nicht suizidal, ich bin nicht selbstzerstörerisch. Dies ist ein Review von einem Film. Fertig. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass das Video online bleibt, denn sonst komme ich wirklich irgendwann in die Bredouille, überhaupt nicht mehr über Filme berichten zu können. Wenn euch das nervt, so wie es mich nervt, könnt ihr euch gerne direkt an Google wenden und fragen, was deren Problem mit dererlei Videos ist. So, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Clip und hoffe natürlich, dass er online bleibt. Alles klar, haut rein! Tralöle, liebe Horrorfilmfreunde. Mensch, das geht jetzt aber wirklich hier Schlag auf Schlag. Vor ungefähr 2 Stunden haben wir das letzte Video hochgeladen, oder? Ein bisschen mehr, vielleicht 2,5, 3, je nachdem wann das hier jetzt online kommt. Und ja, jetzt haben wir in der Zwischenzeit den zweiten Film der Box von, wie heißt es? Blutige Bücher. Bücher des Todes. Oder so. Ja. Oh, nee, die blutige Buchreihe war ja von Clive Barker. Ja. Habe ich das gerade verwechselt, sorry. Nur die Bücher des Todes. Nur. und zwar haben wir den Film geschaut mit dem Titel? Geschichten aus dem Horrorhaus. So, auch dieses war wieder ein Episodenfilm. Und wie gerade eben würde ich vorschlagen, Spoiler Alert geben wir nicht mehr, denn das wird sich ja auch weiterhin so durchziehen. Ja. Die Bookends sind wie folgt. Am Anfang sieht man einen Makler, der jemandem ein Haus vermietet, verkauft, whatever. Vermietet. Vermietet. Ja. Und das endet auch mit diesem Makler. Und zwischendrin, zwischen den Stories, ist als Bridge immer wieder ein Polizeiinspektor und sein Kollege, der ihm die Geschichten erzählt, was da so alles passiert ist. Jetzt kommen wir aber zu den einzelnen Stories. Also, die erste Story war das mit dem Schriftsteller. Korrekt. Ein Schriftsteller ist mit seiner Frau in das Haus gezogen, hat sich eine Figur ausgedacht, einen Würger. Und ja, ganz genau. Und die wird dann sozusagen... Den Quatschtütenwürger. Wird sozusagen zur Wirklichkeit. Er heißt Dominik. Und das so hieß der jetzt wirklich, das habe ich nicht erfunden. Ja, der heißt wirklich Dominik. Der, genau. Der Würger. Und der wirkt sich dann durch das Haus. Ja, aber man muss dazu sagen, er schreibt dieses Buch und er steht dann irgendwann nachts, hört ein Geräusch, er steht dann vorm Spiegel und dann sieht er den auf einmal hinter sich. Ja, also er fängt dann an, diesen Dominik zu sehen, der dann die Leute nacheinander erwürgt. Auch seine Frau angreift. Ja. Und der Typ denkt halt einfach, er wird krank, geht dann auch zum Psychologen. Wie gesagt. Zum Psychiater. Kein Spoiler-Alert mehr, ihr müsst damit jetzt leben. Und der Psychologe sagt einfach, wenn du Schauspieler bist, dann... Ja, dann fügst du dich ja so in die Rolle rein, dass du irgendwann dann deine Rolle bist. Genau. Sozusagen. Und der ging dann halt davon aus, dass eben der Schriftsteller
anfängt, die Charakterzüge ja, von seinem Mörder anzunehmen. Dass er dann zu Dominik wird und ja. So, sollen wir die zwei beeindruckenden Plot-Twists kurz erwähnen? Oder sollen wir das den Zuschauern lassen? Wir können jetzt ja kurz einfach was einblenden. So, genau, wir machen das so. Ja. Wir blenden jetzt einen roten Bildschirm ein. Und wenn der rote Bildschirm wiederkommt, bis dahin könnt ihr einfach die Taste M drücken oder den Ton am Handy leise machen. Denn dieser Reveal, über den möchte ich gern sprechen, der hat mir nämlich richtig gut gefallen. Also, hier der erste rote Bildschirm. So. Ich fand das einfach so unfassbar geil. Er sitzt einfach beim Psychologen und auf einmal ist dieser Dominik ist da. Auf. Ja. Und er wirkt einfach mal ganz gediegen nebenbei dem Psychologen. Dem Psychiater, genau, ja. Genau. Dann kommt der Dominik zu der Frau nach Hause und die begrüßt ihn einfach total gediegen. Der zieht eine Maske ab und dann ist es einfach nur ein Schauspieler. Ja. Sie, mit dem sie ein Verhältnis hat. Und die wollte mit ihm durchbrennen. Und wollte eigentlich nur ihren Mann als psychisch krank, genau. Und dann kam aber der Hammer. Die Cops rufen bei ihr an und es kommt raus, dass beide tot sind. Der Psychiater und ihr Mann. Genau. Ja. Und dann stellt sich raus, dass der Schauspieler überhaupt kein Schauspieler war und nicht ihr Geliebter, sondern tatsächlich Dominik. Das fand ich einfach, das hat mir richtig gut gefallen. Ich denke, dass der Schauspieler tatsächlich so in die Rolle von Dominik oder rein so. Das kann natürlich auch sein. Und er wirkt. Auf jeden Fall vollkommen egal, fand ich ein super Review. Also das fand ich echt cool. Der war richtig gut. Ja. So, hier ist dann der zweite Bildschirm und es geht normal weiter. Hallo zurück an alle, die jetzt den roten Bildschirm kurz abgewartet haben. Ich glaube, dass ich der Einfachheit halber auch einen Counter unten reinmache, wie lange es geht. Ja. Das macht das Ganze, glaube ich, schneller und einfacher für euch. So, dann die zweite Story war, das Wachsfigurenkabinett. Ja, genau. Also die zusammenzufassen. Kannst du es versuchen? Ich fand es einfach nur blöd. Also als nächstes ist jemand ins Haus eingezogen. Ein alleinstehender älterer Herr, der ins Dorf geht, in ein Wachsfigurenkabinett. Und da ist eine Frau, eine Wachsfigurenfrau, die scheinbar so aussieht wie eine ehemalige Geliebte von ihm oder was auch immer. Dann kommt der Besitzer des Wachsfigurenkabinetts. Erzählt ihm, ach, das war seine Frau gewesen und die... Irgendwas mit dem Geliebten. Ja, und mit seinem besten Freund und sowas. Und sie hätte ihn umgebracht und sowas. Also das ist... es war nicht verwirrend. Ich fand die einfach nur schlecht. Ich fand die Erzählweise schlecht. Ich fand sie langweilig. Die Pointe hier war auch kein Reveal wie der in der ersten Story. Also die wirklich, das ist eine, wo wenn ich den Film und glaubt mir, wie gesagt, die Box wird behalten. Das ist die, wo ich dann einfach überspringen würde. Ja. Ja. Also, naja. Dann hatten wir die dritte Geschichte. Ja, da hat Christopher Lee mitgespielt als Vater, der mit seiner jungen Tochter ins Haus einzieht. Alleinerziehender Vater, die Mutter ist schon vor langem, langem gestorben, legt sich eine Haushälterin oder so zu, Kindermädchen. Haushälterin, Kindermädchen und Lehrerin. Und für das Kind. Ja, genau. Das Mädchen hat Angst vor Feuer, obwohl keiner weiß, warum. Mhm. Und die Kleine verhält sich ein bisschen seltsam. Genau. Und die Lehrerin probiert dann eben das Kind zu sozialisieren und so weiter. Genau. Sie darf keine Puppen besitzen. Keine richtigen Puppen, wie da definiert wurde. Und auch hier wieder kurz roter Bildschirm. Am Schluss ist eine Art Voodoo-Puppe. Ja, die Kleine hat sich Kerzen geklaut und hat daraus eine kleine Voodoo-Puppe gebastelt, die ihren Vater betrifft. Darstellen soll und bringt ihn dann so. Genau, weil die Haushälterin bzw. Lehrerin möchte halt die Puppe haben und die Kleine will die nicht abgeben und dann wirft sie einfach die Puppe ins Feuer und dann hört man den Vater oben panisch schreien, der dann daran auch stirbt. Roter Bildschirm 2. Besser gesagt 3. 4. Ich hab's gekonnt. Ja. Da seid ihr wieder. Die nächste Geschichte, die darauf folgende, war, lass mich überlegen, die Vampirgeschichte.
Genau, ein Schauspieler und eine Schauspielkollegin möchten das Haus einziehen oder er selber alleine, das weiß ich nicht. Ich glaube, die drehen da einen Film. Jedenfalls wird da in der Nähe ein Film gedreht und er möchte dementsprechend dann das Haus für die Zeit mieten. Genau, ja. Und die drehen einen Vampirfilm. Er kauft sich bei irgendeinem Antiquitätenhändler einen Vampir-Umhang. So ein Cape? So ein Dracula-Umhang, außen schwarz, innen rot, schön mit Stehkragen, sehr hübsch. Sah cool aus, ja? Ja, und immer wenn er diesen Umhang anzieht, fühlt er sich unwohl. Mhm. Ja, und wollen wir da einen roten Bildschirm einfügen? Nee, weil das ist ja nicht gespoilert, weil der Reveal ist halt nicht groß genug, finde ich. Okay. Wenn nicht, überspringt die nächsten Sekunden, weil das ist jetzt, finde ich, kein echter Plot-Twist. Okay. Es ist halt einfach ein Cape eines tatsächlichen Vampirs. Und wenn man das halt trägt, und das finde ich halt auch ein bisschen strange, weil er das so sagt, er kennt sich damit super aus, ja, das überträgt sich über die Kleidung. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Ja, das ist... Das heißt, ich dürfte mir niemals ein T-Shirt von Edward leihen. Gott sei Dank hatte ich das nie vor. Edward war der Vampir, gell? Diese Glitzerkugel? Mhm. Ja. Ah. Ich glaube auch nicht, dass du in eins seiner T-Shirts reinpassen würdest, so sterb, ja, wie der war. Wahre Worte, dann eben seine Schuhe. Was weiß denn ich? Die Socken tauschen, die Bauchnabelfussel tauschen und sich gegenseitig in die Suppe spucken. Und wer das jetzt weiß, was es ist... Ich bin stolz auf euch und lasst es mich irgendwie mit einem Kommentar wissen. Finde ich toll. Nee, das war jetzt auch nicht so. Am Schluss, er ist davon halt total überzeugt und es schlägt 12 und er zieht das Cape an und es passiert einfach gar nichts. Und dann fällt mir auf, ja, das ist einfach nur das Prop, nicht das Original. Und seine Schauspielkollegin, die mit ihm da unterwegs ist, zieht dann dieses Original-Cape an, verwandelt sich in eine Schattenfledermaus, man sah nur den Schatten von einer quietschenden Fledermaus und man sieht ihn schreien. Fertig. Und dann ist die Geschichte auch schon rum. Ja, und als Endgeschichte, sagen wir mal, als Bookend, ist dann der Polizist, der immer wieder zwischendurch eingeblendet wird, möchte sich jetzt das Haus mal endgültig wirklich persönlich angucken. Geht dann mitten in der Nacht dorthin. Warum mitten in der Nacht? Warum man nicht tagsüber warten kann. Zündet irgendwelche Kerzen an. So in einem, so einem total klobigen Kerzenständer. Ja, ich finde das immer total ulkig, wenn die eine Kerze anmachen und es ist einfach so, als hättest du, keine Ahnung, ja, vier Softboxen um dich rum angemacht. Genau. Ergibt viel Sinn, aber das ist in Ordnung. Ja, ja. Du willst ja auch was sehen, ne? Wenn es andersrum wäre, würde ich mich auch aufregen. Im Keller findet er dann eine verschlossene Tür, die er dann aufbricht. Wer hat die Tür von außen verschlossen? Vielleicht gibt es da so eine Fledermaus. Ach, so ein Hausmeister. So eine Fledermaus-Luke, wo du ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Ja, und da... Da liegt dann unten im Sarg dann die Vampire drin. Also der aus der letzten Geschichte samt seiner Schauspielerin. Und den ersten killt er, indem er ihm halt einfach ganz traditionell... Ne, irgendwie so ein Block ins Herz, genau, der da gerade durch Zufall rumliegt. Und sie verwandelt sich in einen Vampir, eine Fledermaus. Und er steht da, nein, 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 nein. Und ich denke mir so... Bitch, please, gib dem Vieh eine Zuhälterschelle. Das klatscht an die Wand und die Sache ist gegessen. So. Nachher verwandelt sie sich aber in eine Frau und dann hast du die Hand gebrochen. Nee, also das war schon am Ende ein bisschen seltsam. Schön war dann noch der Abschluss, wo dann eben der Makler da stand und sagte Folgendes. Sie haben es sicher erraten, oder das war der Aufsprecher, glaube ich, gell? Nee, das war der Makler. Nein, war das direkt, ja. Sie haben es sicher erraten. Derjenige, der in das Haus einzieht, dessen Charakteristik wird vom Haus übernommen. Und ja, so passiert es dann halt. Ich frage mich da, was wäre bei mir? Ne? Ja, das habe ich mir länger auch überlegt. Das Haus war eigentlich ganz nett gewesen. Ja gut, die Inneneinrichtung... Du würdest vom Bücher erschlagen und dich ein Bier ertrinken. Na super. Schöner Tod. Ist ertrinken? Nein, ertrinken ist scheiße. Nein. Außerdem... Das klingt ja so, als ob ich jeden Tag Bier trinke. Das tue ich ja nicht. Fällt mir die Bibel dann auf den Kopf. Bis Augen hoch. Nein, das wäre blöd. Ja, das wär's. Ja, nein, ich würde einen Herzinfarkt kriegen. Beim Fußball gucken. Ja, genau. Nee, also, ein zweiter Film. Wieder Kurzgeschichten. Was sagst du?
Also es hat tatsächlich wieder mit der Guten angefangen und mit der Schlechtesten geendet. Also es ging wirklich immer wieder. Also für mich war das so, die erste Geschichte war tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Dann die zweite war so echt ein Dämpfer. Die dritte fand ich dann wieder gut mit den Puppen. Ja, okay, ja. Die vierte dann wieder, das war so... Wenn ihr versteht, ja. Ich wollte es nur nochmal machen. Ah, okay. Machen wir nochmal. Das hört sich cool an. Ja, natürlich. Das habe ja auch ich gemacht, das Geräusch. Ja. Ja, ja. Oh nein! Was denn? Das ist, ich muss, Achtung, ich mache das jetzt nochmal und blende dabei ein Geräusch ein. So ist es für mich. Okay, gut. Ja. Oh ja, schön. Das darf ich jetzt nur nicht vergessen. Nee, also... Denkt euch dieses Geräusch. Genau. Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, auch wieder sowas. 6, 7. Ja, eine 6. Dem hätte ich jetzt eher so eine 6, ja, 5,5 gegeben, weil sie mich doch nicht so 100% überzeugt haben. Bei dem ersten, den wir aus der Box geschaut haben, haben mich halt die Effekte sehr überzeugt. Ja, das stimmt. Von der ersten Geschichte. Aber gut. Es ist, ich fand es schön, dass Christopher Lee einfach awesome, ja. Ja. Gut. Okay, dann mal schauen. Es ist jetzt, ich weiß nicht, kurz nach 11 oder was? Ja, nee, heute nicht. Heute nichts mehr, ja. Ja. Gut. Dann heute nicht mehr, morgen dann die nächsten. So ist auf es. Auf der ersten eventuell. Disc ist noch ein Film ein drauf. Film ist noch da. Und auf der Disc 2 haben wir noch drei. Also sehen wir uns bestimmt bald wieder. Wie immer hoffen wir euch, dass dieses kleine Review gefallen hat. Ja. Und ich würde sagen, ja, macht's gut. Bis bald und haut rein. Tschüss.